Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns noch einmal theoretisch damit beschäftigen, was sind Konfidenzintervalle. Wir machen jetzt kein extra R-Video, wo wir Konfidenzintervalle berechnen, weil Konfidenzintervalle kommen eigentlich sozusagen immer mit dem P-Wert. Beziehungsweise einige Verfahren haben Konfidenzintervalle, andere nicht. Aber nichtsdestotrotz, Konfidenzintervalle sind auch dafür da, Entscheidungen über Hypothesen zu treffen. Also ist im Prinzip auch, was Hypothesentesten angeht. Also zum Beispiel, Klassiker ist, ne, H0-Hypothese, der Mittelwert der Sprungweiten der Katzenflöhe ist gleich der Mittelwert der Sprungweiten der Hundeflöhe. Und wir wollen jetzt im Prinzip ausrechnen, wie wahrscheinlich sind die Daten gegeben, wenn die H0 wahr wäre. Also sozusagen der P-Wert. Und jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. Das Problem ist ja so, wenn wir einen P-Wert rechnen, dann haben wir ja gar keinen Effektschätzer. Also wir sind uns eigentlich gar nicht so richtig, wir wissen ja nur, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Daten wahr wären, wenn H0 wahr wäre. Die Wahrscheinlichkeit für die Daten, wenn H0 wahr wäre. Und jetzt wollen wir vielleicht auch wissen, ja, im Mittel, also wie weit springen die denn? Also der Mittelwertsdifferenz und vor allem, wenn wir das jetzt so schön schon gemacht haben, können wir nicht auch noch irgendwie die Unsicherheit spezifizieren? Ich meine, den Mittelwertsunterschied selber können wir ja berechnen, aber können wir da nicht noch irgendwie sozusagen den so eine Art Unsicherheit definieren, also plus minus irgendwas, also zum Beispiel plus minus Standardabweichung. Das wäre schon spannend. Aber können wir noch vielleicht dann auch nochmal diese Entscheidung, also diese Sicherheit, also die 95% Sicherheit mit reinbringen, sodass wir im Prinzip in der Lage sind, sozusagen 95%ige Konfidenzintervalle zu bauen. Also dass sozusagen mit 95%iger Wahrscheinlichkeit das Konfidenzintervall, das einen Bereich zeigt, den wahren Mittelwertsunterschied überdeckt. Weil, ne, wir machen eben ja nur Daten, das heißt wir ziehen Daten, also machen eine Stichprobe aus einer Grundgesamtheit. Und da sind wir ja uns überhaupt nicht sicher, ob das, was wir da messen, der wahre Wert ist. Wir kriegen ja irgendeinen Mittelwertsunterschied zwischen den Sprungweiten der Katzen- und Hundeflöhe raus. Aber ob es das ist ja niemals der wahre Wert. Und jetzt wäre doch schön, wenn wir jetzt irgendwie noch so einen Bereich hätten, wo wir wissen, okay, mit 95%iger Sicherheit überdeckt dieser Bereich den wahren Schätzer. Also den wahren Mittelwertsunterschied. Wir kriegen jetzt aus unseren Daten ein, aber wenn wir sozusagen zu 95% sicher wären, der würde den überdecken, dann wäre das doch schon mehr Information. Ne? Genau. Und das machen wir mit Konfidenzintervallen und die kommen häufig aus den neueren Verfahren, kommen die auch immer mit raus und da gibt es auch so die ein oder andere Regel und wir schauen uns das jetzt erstmal in Ruhe am Whiteboard an und da leiten wir das so ein bisschen her. Wir machen das wie immer am T-Test, es hat einfach den Grund, weil der T-Test einfach ist und dass man dort am besten sehen kann und dann gehen wir noch mal ein bisschen darauf ein, was ist der Unterschied zwischen Mittelwertsunterschiede und Verhältnisunterschiede oder Ratios. Es gibt später, werden wir auch noch Odds Ratio, Risk Ratio, Hazard Ratio haben. Und wenn wir natürlich, also A minus B, wenn A und B gleich sind, dann ist es 0, kein Unterschied. Aber A durch B, dann ist natürlich, wenn A gleich ist wie B, A durch B ist natürlich 1. Ja? Und deshalb müssen wir da nochmal ein bisschen aufpassen bei der Konfidenzintervallinterpretierung. Wenn wir eben, ob wir Mittelwertsdifferenzen machen, das ist eigentlich nur im Fall von der Gaussian Regression so. Und ansonsten sind wir eigentlich immer in irgendwelchen Ratios, also Risk Ratio, Odds Ratios. Und da müssen wir immer gucken, ob die 1 im Konfidenzintervall enthalten ist. Na, wenn die 1 im Konfidenzintervall enthalten ist, dann können wir die H0 nicht ablehnen. Und bei einer Gaussian Regression oder beim T-Test, wo sozusagen Mittelwerts Differenzen geht, da können wir die H0 nicht ablehnen, wenn die 0 im Konfidenzintervall liegt. Genau, klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Schauen wir uns mal an. So, also nochmal ganz wichtig, wir haben hier unten unseren Datensatz, der ist so ein bisschen, der ist ein bisschen abgeschnitten, so ein bisschen hoch noch. So, jetzt ist es besser. So, das heißt, es geht grundsätzlich darum, wir sind wieder bei dem Fall, Konfidenzintervalle, genau, also Konfidenzintervalle geben die gleiche Aussage über die Hypothesen wie der P-Wert. Ne? Das ist ja hier nochmal der P-Wert. Ne? Der P-Wert ist die Wahrscheinlichkeit für die Daten, wenn die H0 wahr wäre, gegeben H0. Und Konfidenzintervalle geben die gleiche Aussage Das ist ganz wichtig,
weil zu H0. Ne, also es gibt kein, also der P-Wert kann nicht signifikant sein, wenn das Konfidenzintervall nicht signifikant ist. Also sowas gibt es nicht. Das muss immer gleich sein. So, und die grundsätzliche Idee ist, wir gucken uns mal so eine wirre Formel des Konfidenzintervall an. Die habe ich hier mal mitgebracht. Die sieht ja, oh Gott, sieht die schlimm aus. Oh Gott, sieht die schlimm aus. Was soll denn das sein? Da fällt man ja fast vom Stuhl. Naja. Also wir gucken uns nochmal die allgemeine Formel an. Die allgemeine Formel des T-Tests ist ja Signal to Noise, also Signal durch Noise. Und das ist ja in dem sehr simplen Fall, den wir kennen, ist das doch ja, ist das doch nichts anderes, in meinem, wenn wir uns den T-Test nochmal angucken. Das ist doch eigentlich der Mittelwertsunterschied der Katzen minus der Mittelwertsunterschied der Hunde durch die gepoolte Standardabweichung oder Varianz mal Wurzel 2 durch NG und also Number of Groups 2 oder wie je nachdem, ne? Ein, zwei der Gruppen. So, und das ist doch, wenn man das jetzt mal, oh, ha, das, ach ja, oh, also wenn man das jetzt, das ist ja nichts anderes. Und das ist ja hier T, das ist ja hier diese 95% Fläche sozusagen, mehr oder minder. Ne, links davon ist ja, wenn wir das jetzt nochmal angucken, ne, das ist ja so, das war ja hier diese Verteilung. Und dann kriegen wir hier diesen T-Wert raus und naja, und wir wollen, naja, nicht so ganz. Also, wir wollen, also links davon ist dann immer, also rechts davon ist der P-Wert. Machen wir es mal lieber so, das ist der P-Wert. D gegeben H0. PR gegeben H0 ist diese Fläche hier. Und die links davon, das ist 1 minus, genau. Dann machen wir das hier mal weg. Das verwirrt ein bisschen. Das müssen wir noch ein bisschen anders machen gleich. Und die Grundidee ist eigentlich, das sieht man ja hier, wenn wir das hier mal zusammensetzen. Hier machen wir das. Aha, hier. Das ist doch der obere Bereich. Das hier gehört doch hierhin und das hier ist doch der Nenner. Das ist doch im Prinzip und das hier ist noch mal das Gleiche. Moment mal, das ist gleich. Der hier ist auch gleich und SP durch N durch G, das ist ja hier auch gleich. Moment mal, wie unterscheidet sich denn das? Ach so, das unterscheidet sich ja hier durch. Hier ist ein Minus und hier ist ein Plus. Und das heißt, wenn das hier, das ist ja hier Mittelwert der Hunde minus Mittelwert der Katzen, das ist ja hier eine Zahl. Das ist ja eine Zahl. Gucken wir uns mal kurz die Zahlen an, hier aus dem Datensatz rechts. Das ist ja 7,27 minus 9,71, das ist ja im Prinzip faktisch, das können wir mal kurz ausrechnen, was das ist. Das ist ja Mittelwert der, also ist ja egal, wie rum wir das rechnen. 2,4 minus 9,71. Das ist ja dann eine Zahl. Das ist ja hier zum Beispiel 2,47. Je nachdem, wie rum wir rechnen. Katze minus Hund, ist ja egal. Die Verteilung ist symmetrisch. Okay, das ist ja dann eine Zahl und das ist eine Zahl und die ist ja die gleiche hier auch, 2,47. Und dieser T-Wert, das ist nicht der T-Wert, den wir oben ausrechnen. Das ist nicht der Wert, den wir hier ausrechnen. Das ist ein tabellierter Wert und der ist immer 9,1,96 in, na, nicht immer, aber nahezu immer. Das ist sozusagen unser T-Wert, also unser Wert, den wir, also unsere kritische Grenze, unser T95%, ne? Also Alpha ist ja 5%, was rechts davon ist und links davon ist eben 95%, das ist sozusagen unser kritischer Wert, gegen den wir vergleichen würden, machen wir aber nicht. Das heißt, unser TK, wobei wir sagen, dass die Fläche jetzt hier davon, das ist unser Alpha gleich 5%. Wir wollen, dass diese Fläche hier 5% ist und wir wollen, dass die andere Fläche hier 95% ist. Und wenn das der Fall sein soll, dann ist dieser TK-Wert, das ist ein tabellierter Wert, der fällt jetzt so ein bisschen vom Himmel, das ist dieser TK-Wert. Der ist dann 1,96. So. Und naja,
Und NG hier unten, NG ist ja hier 5, das wissen wir, NG, ja gut, haha, hier sind es ja irgendwie, naja, 8, 7 ist also irgendwie 7,5. Wir können das ja hier hart, wir haben ja immer gesagt, wir können hart vereinfachen und SD kann ja, sie, können wir auch mal ganz hart hier 7,01 plus 5,88 und das durch 2 rechnen. Das ist zwar mathematisch nicht eindeutig korrekt, 6,45, das ist 6,45. Eigentlich müssten wir es auf den Varianzen rechnen. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir dann doch raus, dass sich hier in diesem Block hier, dieser Block ergibt ja eine Zahl und dieser Block gibt eine Zahl, aber die Zahlen sind ja gleich, ne? Also ich meine 2,47, 2,47 und hier steht 1,96 mal 6,45. Also eigentlich rechnen wir zwei Blöcke, also einmal Mittelwertdifferenz, also als Signal, das ist unser Signal hier. Und dann rechnen wir nochmal den Noise-Block aus. Und eigentlich einmal Signal minus dem Wert und einmal Signal plus dem Wert. Okay. Ja, und das können wir auch durchführen. Habe ich mal mitgebracht hier. Ja, und dann sieht man auch erstmal nochmal dieser T-Wert hier, der hier, ne? Das ist nicht der, den wir hier oben einsetzen. Das ist ganz wichtig. So, erstmal ist wichtig, was sehen wir hier unten? Also hier sehen wir zum Beispiel, hier ist das 95% Confidence-Intervall. Und das ist minus 9,6, minus 9,6, 9,7613 und 4,80. Und das sind hier die Mittelwerte für CAT und DOG. Naja, die Mittelwertsdifferenz mussten wir selber ausrechnen. Die liegt bei, ja, bei 2,47. Und weil ich hier sehe, dass hier ein Minus drin steht, weiß ich im Prinzip, dass hier gerechnet wurde CAT minus DOG, also es muss der, also kleinerer Mittelwert minus größerer Mittelwert. Das heißt, wir müssten da jetzt mal, also wir würden dann sozusagen schreiben minus 2,47 eckige Klammer auf. Die eckige Klammer haben wir hier oben auch, das ist ja die eckige Klammer hier. Und dann würden wir minus 9,76 Semikolon 4,808 schreiben, Semikolon zu. So, das könnte man auch zeichnen, das zeichne ich gleich. Wichtig ist vor allem jetzt erstmal, was heißt denn das? Also der Mittelwertsunterschied ist minus 2,47 zwischen, also zwischen Katze minus Hund. Das ist mal auch wichtig, dass man das weiß. Ne? Muss ja hier, Katze ist kleiner als Hund, also muss es Katze minus Hund sein. Macht auch Sinn, alphanumerisch, Katze minus Hund. Wenn wir das anders wollten, müssten wir das mit Faktor die Level anders definieren in R. Und jetzt ist es ganz wichtig, nochmal, wir erinnern uns, ne, wann gilt die H0? Die H0 wäre in diesem Fall x cat, der Mittelwert der Sprungweite der Katzenflöhe ist gleich der Mittelwert der Sprungweite der Hundeflöhe. Und wenn das hier gleich wäre, also die Frage ist, können wir das jetzt hier ablehnen? Und wir gucken uns jetzt erstmal den p-Wert an. Den p-Wert gucken wir, ist der kleiner 0,05, ne? Und dann könnten wir H0 rejecten, reject H0, aber das können wir nicht. Also wir können nicht H0 ablehnen und wir würden dann sozusagen sagen, wir können die Gleichheit der Sprungweite nicht ablehnen und wir würden jetzt hier gucken, ob die 0 im Konfidenzintervall enthalten ist und wenn die 0 im Konfidenzintervall enthalten ist, dann können wir die auch nicht ablehnen. Und das kann man immer sehr schön zeichnen. Man kann sich das einmal hier zeichnen. Das ist das Konfidenzintervall. Und hier sieht man sehr gut, ne? Also das ist der minus 2,47 ist hier.
Hier ist minus 9,76 und hier ist 4,81. Entschuldigung. Hier unten ist 8,1, genau, das ist ja hier diese Zahl. Das muss hier 8,1 heißen. So, und das heißt, die 0, das sehen wir hier, dieser dicke, der Strich, die 0 ist ja hier eingezeichnet, die 0, ne, das Konfidenzintervall überlappt die 0, hier ist die 0. Das heißt, wir können die H0 nicht ablehnen. Das ist ein nicht signifikantes Konfidenzintervall. Das ist ein signifikantes Konfidenzintervall, sehe zum Beispiel so aus. Das wäre ein signifikantes Konfidenzintervall. Das hier unter ist nicht signifikant. Ja, das ist ein nicht signifikantes Konfidenzintervall und das ist ein signifikantes Konfidenzintervall. Und das ist ganz klar, weil wenn die 0 mit enthalten sein enthält, dann heißt es ja, dass der wahre Unterschied der Sprungweiten irgendwie die 0 enthält und dann können wir das natürlich nicht ablehnen, dass die Sprungweiten unterschiedlich sind, dass die Sprungweiten gleich sind. Wir können es nicht ablehnen, dass die Sprungweiten gleich sind. Meine Güte. Du merkst, das ist manchmal, wenn man das die ganze Zeit erzählt, gar nicht mal so konsistent. Manchmal mache ich auch einen Fehler. So. Okay. Das heißt, das ist doch jetzt eigentlich relativ straightforward, oder nicht? Also, und warum? Warum machen wir das jetzt? Nochmal ganz, weil irgendwie, man könnte ja auch einfach alles nur auf den p-Werten rechnen. Ja, die Entscheidung der p-Werte ist gleich. Also, ob wir uns nun hier einen p-Wert angucken oder einen Konfidenzintervall, wir kommen zum gleichen Entscheidungsschluss. Aber wir erhalten halt durch das Konfidenzintervall, also den Punktschätzer hier vor dem Mittelwertsunterschied und wie weit es reicht, wie viel das Konfidenzintervall mit 95%iger Sicherheit, also das ist das Konfidenzintervall hier, KI, Konfidenzintervall, das 95% Konfidenzintervall mit 95% überdeckt eben dieses Konfidenzintervall von minus 9,76 bis 4,81 den wahren Schätzer. Und dieser minus 2,49 ist halt nicht der wahre Schätzer, das ist der Schätzer aus unseren Daten. Aber das ist ja nicht der wahre Wert. Kann es ja nicht sein. So, und jetzt ist noch eine Sache, die wir uns noch anschauen müssen, die häufig mal ein bisschen untergeht, die aber später wichtig ist, die ich schon mal ein bisschen genannt habe. Mittelwertsdifferenzen gegen Ratios. Das ist hier nochmal, ich habe das hier nochmal ein bisschen aufgelöst, um das nochmal zu zeigen. Wenn A und B gleich sind, also die H0 wahr ist, A und B sind gleich, also A ist 2 und B ist 2, A minus B ist 0, dann ist das 0. Wenn wir aber ein Verhältnis haben, A durch B, 2 durch 2 ist nicht 0, ist 1. Das heißt, wenn wir uns mit Ratios beschäftigen, also Differences in Ratios sozusagen, ist natürlich auch so vom Satz her ein bisschen schief, aber ich nenne das jetzt mal so. Also wenn wir über Odds Ratios, Risk Ratios oder Hazard Ratios reden, das sind alles Verhältnisse. Und dementsprechend fragt man da nicht, ist die 0 im Konfidenzintervall enthalten? Dann können wir die H0 nicht ablehnen, sondern wir fragen, ist die 1, also die 1 hier im Konfidenzintervall enthalten? Und das ist hier, mal das Beispiel für das Modell Flea hängt ab von Animal. Und man sieht ja, Flea ist ja 0,1 kodiert und Animal ist 0,1 kodiert. Und das ist ein Chi-Quadrat-Test, exakterweise ein Fischer-Test. Und in diesem Fall auf einer 2x2-Tafel mit einem Chi-Quadrat-Test gucken wir dann, ist die 1 mit dem Konfidenzintervall enthalten. Und wenn die 1 mit dem Konfidenzintervall enthalten, dann können wir die H0 nicht ablehnen. Das heißt, Mittelwertsdifferenz fragt nach 0 im KI. Und Ratios
fragt nach 1 im KI. Das werden wir später noch haben und auch mal in der Spielwiese werden wir das immer wieder mal benennen, wenn wir uns mal so eine logistische Regression zum Beispiel mal durchlaufen lassen oder schauen, dann ist es immer die 1 im KI. Nur bei Mittelwertsdifferenzen ist es die 0 im KI. Das ist halt sehr irritierend manchmal, weil man eben die Konfidenzintervalle immer auf Mittelwertsdifferenzen lernt mit einem T-Test und auf einmal später kommt dann irgendwie jemand an und sagt, nee, das ist die 1. Also die 1 ist. Oder andersrum, wenn sie 0 ist, also ist man so verwirrend. Und deshalb muss man das einmal sauber für sich ordnen, dass man das hat. Ja, also Konfidenzintervalle sind sehr wichtig, also 95% Konfidenzintervalle, weil sie eben auch erlauben, den Effektschätzer mitzuzeigen, also den Mittelwertsunterschied, ne, und wie breit er ist, also mit welcher Sicherheit, also mit 95%iger Sicherheit er vom Kontinent überdeckt wird, also in welchem Bereich er liegt. Ich breche mir hier gerade so ein bisschen sprachlich ein ab, weil das immer so ein bisschen... weil das Konfidenzintervall den wahren Wert nur überdecken kann. Also der wahre Wert liegt nicht im Konfidenzintervall, sondern er überdeckt, das über Konfidenzintervall überdeckt den wahren Wert. Das ist aber manchmal eine sprachliche Spitzfindigkeit. Ich möchte es aber doch hier noch einmal so benennen. Genau. Und ansonsten noch mal der Punkt, wo das dann halt wiederkommt, wenn wir uns Odds Ratios, Risk Ratios, Hazard Ratios angucken. Das sind Verhältnisse und es ist immer die Frage, wann ist die H0 wahr? Also A minus B ist dann kein Effekt oder A durch B ist dann kein Effekt. Und wir sagen immer, H0 ist ja immer aktuell bei uns immer kein Effekt. Das ist eigentlich die zentrale Frage. Wie sehe die Gleichheit aus? Und darüber müssen wir uns immer Gedanken machen. Ja, soweit erstmal für Konfidenzintervalle. Konfidenzintervalle kommen also sozusagen immer wieder, die werden immer eingestreut. Das heißt, das ist hier ein kurzes Video, um nochmal zu erinnern, was es eigentlich war. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bei Fragen natürlich gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne. Danke sehr.